Hallo, ich lese doch. Aber ich möchte es auch ein bisschen selber rausfinden. Oh Gott, ein Tornado im Palast? Ist das möglich? Ich meine, wird mich niemand bemerken. Das ist auch nochmal ein Teil von... Also so ein bisschen muss ich auch selber rausfinden. Also ach so. Zwei vielleicht? Zwei. Drei. Vier. Eins. Ah, schön. Hör auf. Der Sturm hat sich gelegt. We cannot begin the ritual without the third artifact. Do not worry. It will find us. Ein Ritual, ich muss sie aufhalten, bevor alles außer Kontrolle gerät. Halt mal Schluss. Ja, also so ein bisschen lass mich nicht spoilern, weil ich spiele das auch zum ersten Mal. Und deswegen brauche ich auch vielleicht mal ein bisschen länger. Bestimmt muss ich die nachher anordnen oder so. Warum, es ist nicht böse gemeint, ich, ne? Also. Aber ich lese doch immer das, was ihr so schreibt. Kapitel 4. Ich muss zunächst das Feuer löschen. Mal schauen. Wahrscheinlich nicht mit dem Pendel. Aber da fehlt ja auch noch die, na, die Hand fehlt da ja noch. Und nochmal auf den Hof zurück. Ist frisch. Das Abend der Liebe. Nein. Ach, da ist noch was. Cool. Oha, okay. Meintest du das vorhin vor 3 Jahren? Ein Herzogschlüssel. Nee, hier war das nicht. Ich war hier noch irgendwo was. Schlüssel noch. Kann man nicht mehr sehen. Ich meine, ganz ernsthaft, ich gucke hier drauf und da ist es dann, na gut. Verschiedene Möglichkeiten durchdenken. Irgendwo war doch tatsächlich so ein. Lass uns mal auf die Karte schauen. Genau, hier war irgendwo was, was ich glaube ich aufschließen konnte. Aber wo? Das ist das erste Ding, was ich gerade gefunden habe. Pff. Da ist das Fenster. Ach, das war da oben, ne? Ja, genau. Vielleicht finde ich ein paar wertvolle Hinweise im Zimmer des Herzogs. Nee, das hatte ich schon gerade eben dran gehalten. Das ging irgendwie nicht. Oh nein. Ich darf wieder was zusammen mörsern bestimmt. Oh. Will jetzt nochmal hingehen? Ja, wir müssen wieder irgendwas zusammen mörsern. Oder zermörsern. Oh, was ist denn nun? We're too late. The Shadow God has trapped the Sun and Moon Goddesses. Okay. You must free them, or our world will be plunged into darkness. Take the glass staff and use it on the artifacts. Please, I'm sorry, and when in. Das war es aber plötzlich. Häschen. Ja.
Auch Hasenfurz. Putzel. So. Ja, da können wir gerne nochmal gleich hingehen, aber gerade eben hat es nicht funktioniert. Deswegen bin ich erstmal davon wieder abgegangen, von dieser von der tollen Idee, die ich dort hatte, die nicht funktioniert hat. Mich irritiert das alles, dass hier alles rumschwirrt und klirrt und... ich glaube, das ist es, ne? Oder? Nee. Ich hasse zu überladende Bilder. Falls ihr mich nochmal reich beschenken möchtet, dann bitte nicht mit überladenden Dingen. Nee, das muss echt nicht sein. Also momentan bin ich ja so ein bisschen am Aussortieren an meinen Sachen. Da denke ich mir auch so immer, oh Gott, was hast du alles gesammelt? Ich meine, na gut, es ist auch eine lange Zeit, wenn man irgendwo 10 Jahre wohnt oder was auch immer. Dann ist auch schon einiges, was sich da natürlich... sammelt sich immer irgendwo Zeug an. Also es kann mir keiner erzählen, dass einer mal nichts kauft. Besonders wenn man eine Frau ist. Dann möchte man es ja doch ein bisschen schön haben, ein bisschen puschlich haben, ne? Hasenfuß. Das ist ohne Witz, ey. Es ist wieder so, ich sehe wieder nichts. Wie verstehst du nicht? Was verstehst du denn nicht? Suku. Ach, danke. Kuschelig? Na, wenn man sich's halt kuschelig macht, wenn man gerne nach Hause kommt. Das ist kuschelig. Wenn man sich auf zu Hause auch ein wenig freut. Dann ist es meistens ein bisschen kuschelig. Ich finde das immer sehr spannend, dass mein Kater oder auch die Katze mit meinen OBs spielt. Ich spiele hier sehr gerne mit. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Ich freue mich auch zu Hause, weil da keine Menschen sind. Naja, letztendlich sind da ja auch Menschen, nicht wahr? Hast du überall Menschen. Und selbst wenn nicht, dann machst du das Fernsehen an oder so. Club der Einzelgänger. Ihr seid nur noch nicht alt genug. Also was ich habe letztens irgendwie auf Galileo was geschaut, ne? Da war einer, da hat sich einer so ins Outback von Australien ist er da hingezogen. Das war ein Österreicher. Und, oh Gott, guck mal. Da ganz groß prangt das. Und er hat so in so einer verseuchten Gegend gewohnt. Das war schon ein bisschen gruselig. Das war auch nur so ein Mann. Irgendwie sind es eher Männer, die alleine wohnen und für sich ein bisschen sind. Einzelgänger haben keinen Club. Juhu, ganz alleine. Ach, was ein bisschen gedauert hat. Jetzt fühlt sich der Kater auf jeden Fall wieder wohl, wo der Staubsauger weg ist. Jetzt haben wir auf jeden Fall diesen Zauberstab. Glasfarben? Ach, wir haben noch eine Schulterplatte, die habe ich ganz vergessen. Ja, aber ich weiß nicht, was ich... Ja, was kann man denn hier machen? Oh. Doof, dass ich jetzt mein altes Schwert weggeschmissen habe, was bestimmt noch gehalten hätte. Oh mein Gott, was ist das?
Keine Ahnung, was. Die verschiedenen Möglichkeiten durchdenken. Ach, hier fehlt was. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht. Gedacht, was ist das? Hä? Ich kann mir auch erstmal alles erstmal anschauen. Ich glaube nämlich noch nicht, dass ich hier so viele Sachen dafür habe. Es ist gerade eben erst aufgefallen, dass ich hier diese Schulterplatte habe. Den Lindenschutz gucken. Ein Griff haben wir nämlich. Oh, das ist bestimmt für die Schublade. Das wäre erstmal. Ich bin ein notorischer Falschgänger. Schublade war, glaube ich, da. Okay. Glaspalast. Ich glaube nicht, dass der hierher kommt, oder? Nee. Ja, Titan. Wo fehlt ein Teil? Meiner. Ja. In 2 Stunden. Ja, aber ganz ernsthaft mal, ich bin auch, weiß ich nicht, ich habe mich bis jetzt halt auch sehr gut geschlagen. Die Schattenhausen in der Nacht, du kannst ihnen nicht entkommen. Zu retten, was verbracht, bis Sonne und Mond in ihrer Macht zum letzten Kampf zusammenkommen. Aha. Was für ein schönes Gedicht. Ne, ich finde das jetzt nicht so dolle. Palast. Ah ja, okay, das ist für oben dann. Mehr geschafft. Ein gläserner aller Erde. Ach, die kommen unten in das Fenster. Schau. Fehlt aber noch jemand? Dann werde ich wahrscheinlich erst anmalen können. Oh Gott, stell mir vor, ich müsste das ganze Bild anmalen. Uff. Finde ich, glaube ich, nicht so doll. Mein Hase, ja, ich bin doch gleich hier fertig. Der jammert nämlich schon. Ausprobieren. Da waren wir jetzt ja glücklicherweise fertig. Hier fehlt halt noch irgendwas, das wir zu dazu packen können. Aber da ist auch noch was jetzt schon wieder. Aha. Ja. Oh. Der Zauberstab ist wirklich mächtig. Ich sollte ihn immer bei mir haben. Schau eine an, jetzt geht's hier. Der geht mir schon auf den Sack mit dem. Ich muss die verschiedenen Möglichkeiten aufdingsen. Bestimmt muss ich dir auch so eine Halskette anziehen. Oder sie hat bestimmt auch irgendwie was in der Hand oder so. Ja, das ist ja klar, was ich da machen muss. Aber ich kann es noch nicht machen, weil ich diese Figur einfach noch nicht habe von diesem, ja, was das auch immer ist. Ich meine, es wird irgendjemand, wenn man so ein bisschen das, hier sind so die Bauern, auch hier so ein bisschen drumherum.
passiert sehr, sehr viel auf diesem Bild einfach. Aber hier ist rein gar nichts los. Das Rahmenstück an dem Bild vom Prinzen, ne? Hier meinst du? Ah, okay. Danke. Ach, da hat noch ein kleines Panel. Ne, sowas ist ganz gut. Also wenn ich wirklich 100 Jahre brauche, um irgendwas zu schnallen, dann ist es total in Ordnung. Eine steinerne Schwalbe. Dann ist das total in Ordnung. Aber nicht immer die ganze Zeit. Okay, das gehört auf jeden Fall nicht zu diesem Bild. Ach, du kriegst das Riss hier wahrscheinlich in die Hand oder so. Ach, schau, siehst du, sie hat ja da eine. Denn Hochzeitstruhe. Ein Baum? Und der Zauberstab kommt wieder zum Einsatz. Nein, leider nicht. Aber jetzt werde ich ja wohl oben ins Zimmer gehen dürfen, oder? Ja, okay, gut. Dachte ich auch. Wahrscheinlich hat es gefehlt. Das ist welche Bild? Okay. Das wollte ich gar nicht. Nein. Nein. Gut, es war auch nicht so ganz krass. Dann haben wir hier der gläserne Fall. Also wie ich gerade eben schon gesagt habe, das werden die Bauern gewesen sein und irgendwie was Wichtiges. Also so ein Ritter oder irgendwas, der hier vorne so ein bisschen mit der Lanze steht. Dann ja, bitte verstehen, ohne Farben. Oh nein, warte mal, wo war das denn? Das war, glaube ich, hier oben. Ah, nee. Hä? Da kann ich jetzt gar nicht mehr hin. Hier, schau, ich habe doch die Farben. Ach so. Ach so. Ein Feuerlöscher. Also das finde ich jetzt ist nicht sehr märchenhaft. Es tut mir leid. Verändert. Achso, das müssen wir zusammenbauen. Oh, das habe ich gar nicht so gecheckt. Haben wir da noch ein Teil? Das bauen wir nochmal zu Ende und dann. Katze, der Katzerich, der jammert nämlich schon, der möchte nämlich gerne, der hat Hunger. Der hat sich ja heute so mindestens 2 Stunden ein magischer Feuerlöscher, ja. Dann starten sie. Der magische der magische Feuerlöscher, ey. Dann haben wir hier noch einen Teil. Sehr schön. Eine Pumpe, aha. Super. Also manchmal, ich finde so die Sachen ja okay gut. Achso, die kommt da gleich drauf. Und nun?
Achso, hier muss ich auch noch was zusammenbauen. Wer hätte es gedacht? Bin dann nämlich der Kater, der würde gerne fressen. Ich muss noch ein bisschen Wäsche erstmal machen. Dann in dem Moment, wo ich offline bin, bekomme ich dann Grimtails, dass wir wirklich dann nachher so ein bisschen nochmal ausschalten können. Und dann auch wirklich mit Grimtails anfangen können. Ich meine, das ist halt, glaube ich, das ganz Neues. Das kann ich wirklich gar nicht. Auch so genau natürlich nicht wie dieses hier. Das kenne ich genauso wenig. Das ist auch so ein Drache, sieht es aus, wa? Und dann schauen wir einfach mal, wie das ist. Weil dann würde ich nämlich sagen, würde ich nämlich mittwochs immer so ein bisschen Dark Parables Grimtails machen, auf jeden Fall, zu 100%. Und wie gesagt, mit dem Spiel von Lord Raiden muss ich mich ja auch noch ein bisschen auseinandersetzen, damit das auch läuft und so, dass wir das alles hinkriegen. Das möchte ich auch ganz gerne, also ich möchte natürlich auch gerne was spielen, was ihr mir schenkt oder sowas. Also wenn es euch selber ein bisschen Geld gekostet hat, dann spielen wir das auf jeden Fall. Und es hat ja auch Spaß gemacht, auch wenn ich ein bisschen puschelig bin. Schon wieder Regen, ne? Oh. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal für die netten Zuschriften heute, auch natürlich für die Abos, die ihr mir gegeben habt. Das werde ich nachher nochmal so machen, dass man das dann auch im Nachhinein noch sieht, wer das gemacht hat. Und ich werde das jetzt auch, denke ich mal, so wie Yumi machen, dass man sieht, wie viel wer gespendet hat in dem Monat, allerdings immer nur. Weil ansonsten, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel, ein bisschen zu krass, wenn da dann irgendwann steht, so der eine hat irgendwie 1000 Euro oder was investiert oder was auch immer. Nicht wahr? Ich denke mal, so müssten wir das dann einfach machen. Ich bedanke mich erstmal bei allen. Suche bitte nicht böse sein. Wie gesagt, das ist aber wirklich so. Also erstmal möchte ich mich erstmal so ein bisschen dran verzweifeln und wenn ich gar nicht weiterkomme, dann dürft ihr gerne alle. Wenn es euch wirklich zu lange gedauert. Wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal duschen, ich werde erstmal Wäsche machen, ich muss die Katzen füttern, ich muss mir mal irgendwie mal was anziehen, weil ich bin immer noch in, na gut, Unterwäsche nicht, nein, ich habe keine Unterwäsche heute an, aber in Schlafhosen und so. Ja, ich mache auch gerne Bilder dann, wenn es da ist, definitiv. Also ich denke mal, dann werden wir auch natürlich die Cam anmachen und so. Und ja. Dankeschön. Der Beifall gehört euch. Keine Unterwäsche. Oh ja. Yeah. Es hängt nichts. So. Ich bedanke mich, wie gesagt, und wünsche euch erstmal. Die Server sind tatsächlich online und ja, die Franzosen sind wohl mit drauf, was? Achso, die sind schon online. Ja, da soll es so sein. Ich habe immer noch irgendwie den Stream-Chat von Dings drauf. Deswegen so, hä? Skorpion, den haben wir doch gar nicht in unserem Chat. Etwas verwirrend. Okay, gut. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und danke nochmal an Lord Raiden, Tippi, Orakel. Zweimal Nachtschatten auf jeden Fall. Beziehungsweise dreimal. Vielen lieben Dank. Bis später.